morgens am ersten Tag vom Southwest hat man wirklich blauem Himmel. Oh, schöner Tag. Und was macht man morgens als erstes? Kaffee holen da und danach zum Strand da. Wobei, ich muss noch mal ein Video schneiden. Gut, das haben wir. Wir haben ja schon ein ziemlich nice Apartment hier in der zweiten Reihe. Wenn man hier also guckt, in der ersten Reihe, Leute, ist ja so krass. Direkt am Strand kann man hier mal chillen. Die meisten haben so einen kleinen Fireplace. Wir waren auch schon abends und wir auch schon hier längst gelaufen. Das sah so chillig aus. Alles klar, bist du auch mal wach? Ja, normal. Hier ist Badehosen, warte mal. Und habe ich auch so eine neue Badehose gekauft. Ist ja einfach eine USA-Flagge bei mir drauf. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Ich habe absolut gar keinen Geschmack bei Badehosen, aber ich fand es irgendwie cool. Was hast du dir geholt? So ein. Ach, das ist schon an. Ja, normal, Bruder. Ich gehe da gleich ins Meer, wo du Autogeräusche hörst. Guck mal hier. Hier gibt es zwei Boards für 28 Dollar. Aber die sind voll scheiße, siehst du das? Aber jetzt gibt es auch hier welche mit so einer Plastik, mit so einem Hardtop. Ich weiß es nicht. Also eigentlich sollten die voll ihren Zweck erfüllen. So. Wollen wir nicht erstmal eins kaufen, wenn die geil sind, ein zweites? Ja, aber dann. Was für eins? Eigentlich sind wir nämlich nur rausgegangen, um so ein kleines Surfboard hier zu kaufen, weil die Wellen sind hier so mega nice und wir können zwar nichts, also hab ich schon trotzdem Spaß. What's the difference between those and those? Plastic, right? Yeah, it's This may break. It's to break, yeah. Thank you, you have a good Thank day. You. Thank you, bye bye. Thank you, too, bye bye. Okay, erfolgreicher Shopping-Trip 10 Meter von unserer Wohnung entfernt. Ja. Wir werden heute den ganzen Tag nur um 50 Meter Umkreis um unsere Wohnung verbringen, weil da vorne ist der Strand. Ein abruptes Ende hier für diesen Vlog. Es ist schon der nächste Tag, fang gleich los, packe die letzten Sachen noch ein. Nachdem ich gestern vom Strand gekommen bin, war eigentlich noch alles gut. Aber nach ungefähr 20, 30 Minuten hatte ich auf einmal so krass den Sonnenbrand. Ich hatte mein ganzes Leben, glaube ich, noch nicht so einen heftigen Sonnenbrand. Mein ganzer Rücken wurde auf einmal richtig rot. Ich lag halt am Strand und ich hatte mir reingecremt mit 50er Sonnenschutzcreme. Aber es war halt also die ganze Zeit so starker Wind. Wir waren 3 Stunden da, die Sonne hat geballert. Und durch den Wind hat sich halt die ganze Zeit alles gekühlt und man hat gar nicht gemerkt, dass man irgendwie gerade einen Sonnenbrand bekommt. Und auch als ich nach Hause kam, habe ich auch geguckt, ob ich Sonnenbrand habe. Ich dachte, war ganz schön lange da draußen. Alles super, auch nichts gespürt eigentlich und es war alles so weiß wie immer halt bei mir. Und ja, eine halbe Stunde später auf einmal alles rot. Ich habe halb so, mein Kreislauf war total versagt auf einmal. Ich muss mich hinlegen, hatte voll gezittert und so weiter. Und ja, habe dann so mehr Sonnenbrand bekommen. Jetzt auch 1000 Mal nachher noch mit After-Sun-Creme und wie das alles heißt. Eingecremt, lang geschlafen, jetzt geht es mir ein bisschen besser, es tut mir noch alles ziemlich weh, vor allem am Rücken. Und ja, mit Sonnenbrand ist nicht zu spaßen und einmal eincremen reicht nicht für 3 Stunden, das weiß ich eigentlich auch, aber ja, ich habe es durch den Wind wahrscheinlich dann nicht gemerkt, deswegen ist das Ganze jetzt so passiert. Ich hoffe mal, das geht relativ schnell wieder weg und mir geht es auf jeden Fall schon wieder halbwegs besser. Das Video ist deswegen aber jetzt ein bisschen zusammenhangslos und kurz geworden. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Das war es vom, ich glaube, 4. Tag von so einem Southwest-Trip. Und ja, heute geht es weiter nach Laguna Beach. Und das seht ihr dann aber im Video morgen. Den Vlog fange ich jetzt direkt nach diesem Take praktisch an. Vielen Dank euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, drückt einen Daumen hoch. Und sorry nochmal, dass es dann heute so kurz war. Macht's gut. Ciao.